So, ready. Ich kann nicht mehr fühlen und will nicht atmen. Von der GoPro. Aber ey, das war der Wahnsinn. Das war wirklich cool. Es war so krass. Und auch wenn wir das zu oft sagen, es war mega und es war geil. Wir werden ja dafür kritisiert. What the fuck? Dass wir das so oft sagen. Aber es war wirklich mega geil. Es war wirklich richtig gut. Es war einfach eines der krassesten Canyons. Also Top 3, ich glaube, der zweitkrasseste Canyon, den wir bisher gemacht haben. Ich fand bisher den in Neuseeland vor, weiß nicht, 3 Jahren oder so, oder 4 Jahren, den fand ich noch ein bisschen krasser wegen diesem großen 17-Meter-Sprung. Aber diese Jumps hier und die Rutschen. The Pit hieß die eine. What the fuck? Ich weiß gar nicht, ob das rüberkommt auf der GoPro, keine Ahnung. Ich habe mir das Footage noch nicht angeschaut. Aber ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also unbedingt nachmachen, wenn ihr hier seid, wenn ihr es könnt. Also das ist wirklich. Schreibt es auf eure Liste. Das war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Cradle Mountain, Canyoning. Wow. Wow. Und die längere. Die längere? Nein, die schwierigere Tour. Die schwierigere Tour. Morgens um 8:20 Uhr. Genau. Oh, die war richtig krass. Fix und fertig natürlich jetzt. Fix und fertig. Oh, wir haben gerade so eine Cola geholt, ne? Gibt ja nichts Geileres, wenn man so fertig ist und dann einfach so. Oder ein Bier. Oder ein Bier. Bier kommt jetzt gleich. Aber es kommt jetzt erstmal nichts mehr. Wir machen jetzt hier Feierabend. Wir waren vielleicht ein bisschen motiviert, heute noch was zu machen, aber es geht einfach nicht mehr. Ich habe jetzt viel Arbeit vor mir. Ich werde mir jetzt die ganze Footage anschauen der letzten Tage. Alles bearbeiten, anfangen zu bearbeiten. Den Rest des Tages ein bisschen chillen, weil wir einfach viel zu fertig sind. Vielleicht was essen. Und dann war es das. Wir sehen uns morgen. Morgen ist der letzte Teil dieser Tour.
bevor wir den Camper weggeben oder abgeben in Hobart. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, einen schönen Tag. Und nicht vergessen, stay wild, dieses Canyoning war so geil!